So, so. Guten Tag, mein Name ist Baumann, ich bin von Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin und dieses ist mal wieder mein täglicher Senf zu dem, was in der Zeitung steht. Naja, täglich nicht. Thüringer Datenschützer geht auf Lehrerin los, steht hier. Ja, habe ich denn erstmal gedacht, hä? Was ist das denn? Gibt's da was bezüglich Datenschutz, was einen Datenschützer so aufregen kann, dass er da massiv werden muss in irgendeiner Form? Tja, eine Lehrerin fragte ihre Schüler, ob sie sich impfen lassen würden und provozierte prompt einen heftigen Streit zwischen Landesdatenschützer und Bildungsminister. Das ist die Schlagzeile. Darf ein Lehrer seine Schüler fragen, ob sie sich impfen lassen würden? Was sage ich dazu? Natürlich, ich darf meine Schüler alles fragen. Aber sie dürfen sich die Antwort sparen und sagen, darauf möchte ich nicht antworten. Okay? Aber für einen offenen Unterricht, in dem man einfach mal Pro und Contra abwägen möchte, zu welchem Thema auch immer, muss man natürlich auch beliebige Themen auf den Tisch legen können und kontrovers diskutieren können. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, was an einer Frage, würdest du dich impfen lassen, verkehrt sein soll. Ja? Weil wenn ich meinen Impfpass rausziehe, dann sage ich, ey, guck mal hier, Hepatitis und Tuberkulose und weiß der Teufel, Wundstarrkrampf, alle möglichen Krankheiten, bin ich geimpft. Ne? Wenn jetzt jemand das wissen möchte, kann ich sagen, ich zeige dir meinen Impfpass nicht oder wir können da ja mal drauf gucken. Ja, wahrscheinlich würde ich da zusammen mit dem entsprechenden mal drauf gucken, weil es ist ja auch interessant, über solche Themen zu reden. Und es war tatsächlich auch eines der Hauptargumente, warum ich damals an die Schule gegangen bin als Lehrer, weil mir das gefiel, in der Breite tätig zu sein. Ja? Es bringt mit sich, dass Themen meistens recht oberflächlich behandelt werden, aber dafür kommt man wenigstens mal mit allen Themen in Kontakt. Nicht mit allen, aber mit vielen. Und dazu gehört natürlich auch die Freiheit der Unterrichtskräfte, darüber zu bestimmen, welches Thema im Unterricht denn gerade dran ist. Das ist jetzt also nicht stundenweise festgelegt. Das machen wir selbst im Team oder wie auch immer, ja, mit anderen Ländern manchmal sogar zusammen. In den entsprechenden Besprechungen wird ein bisschen grob was festgelegt und im Detail können wir dann immer noch gestalten. Ja. Und das muss auch so sein. Wie soll man denn sonst Tagesaktuelles mit in den Unterricht hineinnehmen? So, und deswegen, das Stichwort zu diesem Thema ist die Freiheit der Unterrichtsgestaltung. Freiheit der Unterrichtsgestaltung. Das heißt also, die Lehrkräfte bestimmen selbst, welche Themen dort serviert werden. Ja? Das kommt nicht vom Bildungssenat hier in Berlin zum Beispiel. Das möchten die vielleicht gern, aber die Unterrichtsgestaltung kommt von den Lehrkräften. Die bestimmen, was da gemacht wird. Und allein durch die Menge der verschiedenen Schulen, verschiedenen Schularten, der vielen, vielen Lehrer sehe ich auch keine Gefahr, dass bei freier Unterrichtsgestaltung irgendeine Art von Indoktrination stattfinden könnte. Die findet aber statt, wenn solche Themen von oben aus der Schulverwaltung vorgegeben werden, wie zum Beispiel Klimawandel. Ja? So. Dieses Thema habe ich angepackt. Ich habe mir das sehr genau angeguckt.
Und für mich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass vieles von dem, was dort diskutiert wird und gesagt wird, einfach nur grottenschlecht ist. Die Fakten sind nicht richtig recherchiert, die müssen erstmal auf den Tisch. Und was man dann an Maßnahmen zum Beispiel dagegen unternimmt, das ist dann auch tatsächlich noch eine weitere Diskussion wert. Und wenn YouTube jetzt sagt, wir werden alles löschen, was zu diesem Thema hier publiziert wird, veröffentlicht wird, was uns nicht in den Kram passt, dann verstößt das nicht nur gegen die Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit, Religionsfreiheit, Informationsfreiheit, Wegfreiheit und auch immer. Es verstößt auch gegen die, na, wie hieß das denn so schön hier? Ich muss nochmal vorlesen. Die Freiheit der Unterrichtsgestaltung. Die Freiheit der Unterrichtsgestaltung schließt auch mit ein, dass man zum Beispiel zu manchen Themen einfach mal ein Video macht und etwas darüber erzählt. Ganz klare Sache. Völlig klar. Ja? Also ich glaube nicht, dass an dieser Aussage irgendetwas zu bezweifeln ist. Ein Wahrheitsministerium ist immer nur ein Klugscheißer-Ministerium, klar? Wenn Sie was wissen wollen, dann diskutieren Sie. Und am besten, Sie nehmen mich noch mit rein. Okay? Günther Hanau.